Ihr seid hier beim Local Heroes und ihr spielt die Musik. Local Heroes ist ein Band-Contest, der vor, glaube ich, mittlerweile 21 Jahren gegründet wurde. Und wir haben uns damals gedacht, der Fritz und ich, wir würden gerne den Bands auch in Österreich die Chance geben, an einem Contest teilzunehmen, der sich ehrlich um die Interessen der Bands bemüht. Vielleicht nicht unbedingt die Wahnsinnspreise hat, aber zumindest den Bands eine Chance gibt, auf Bühnen zu spielen, die sie vielleicht nur sehr schwer irgendwann einmal in ihrem Leben auch bespielen dürfen. Bands dann bekommen eine Chance, in guten Locations zu spielen, haben die Möglichkeit zu networken unter den Bands mit den Jurymitgliedern, die ja meistens Redakteure sind oder von Labels. Man lernt hier einfach sehr viel, wenn man die Chance nimmt, man lernt viele Menschen kennen, man lernt vielleicht musikalisch was dazu, man gewinnt Bühnenerfahrung. Wir haben schon ein paar Mal bei Bandcontests mitgespielt und es hat uns wirklich oft was gebracht. Wir haben einige Leute kennengelernt, einige unter Anführungszeichen wichtige Leute, die uns dann teilweise zu richtig coole Gigs weitervermittelt haben. Es ist, glaube ich, generell immer schwer, seine Ziele zu erreichen, weil es ist einfach in der Musik viel, es sind viele andere Bands da, es gibt viele Möglichkeiten und wenn man dranbleibt und einfach wirklich an sich arbeitet, dann meine ich, dass man gute Chancen hat, auch wirklich was draus zu machen. Einerseits ist es positiv, wenn man mit vielen anderen Bands zusammenkommt, dass man mehr Leute kennenlernt. Das Negative ist, dass sehr, sehr viele Bands das wirklich als Contest sind, das heißt, dass man gegeneinander spielt und eigentlich sollte man ja miteinander einen Spaß haben. Grundsätzlich interessiert mich am meisten, wenn ich in der Jury sitze, wie der Gesamteindruck der Band ist. Das heißt, es muss sowohl die Musik, die Authentizität gegeben sein. Der Gesamteindruck auf der Bühne muss einfach passen, inklusive des Bühnenoutfits, inklusive der Bewegungen, des Tanzes. Beim Jury-Sein achte ich persönlich am meisten auf die Live-Performance, weil es ist ja doch ein Live-Band-Contest und da sollte auf jeden Fall die Performance, die Bühnenpräsenz überzeugend sein. Manche versuchen daraus wirklich Nutzen zu ziehen, die fragen dann auch nach und hinterfragen das Ganze, wie es zu der einen oder anderen Beurteilung überhaupt gekommen ist. Aber natürlich gibt es auch die negativen Beispiele oder sagen wir mal die weniger guten Beispiele, die sich dann eigentlich darüber beschweren und von Haus aus einmal schon sehr uneinsichtig sind. Unsere Stärken absolut, also die Freundschaft. Also wir kennen uns schon jetzt, sind zusammengewachsen, so wie wir sind. Dafür, dass wir relativ ruhige Musik machen, haben wir eine sehr dynamische Live-Performance, die von teilweise ganz klein zu fast Bombast geht. Mein Tipp für Bands, die beim Bandcontest teilnehmen, ist auf jeden Fall, auf der Bühne alles zu geben, die 20 Minuten optimal zu nutzen, eine stimmige Setlist zusammenzustellen und versuchen, Publikum sowie Jury zu überzeugen. Seht das, wenn ihr wirklich weiterkommen wollt, nicht nur als Hobby an, sondern zumindest als Teilzeitjob und arbeitet hart und übt und versucht, eure Ideen umzusetzen und lasst euch auch von niemand anderem wirklich beirren. Die Band, die uns als Jury am allerbesten gefallen hat, die wir gerne wieder hören und sehen wollen, Ray Jam! Jury-Sieger zu werden hätte ist extrem cool, weil wir wirklich gewungen haben, weil uns Leute bewertet haben, die eine Ahnung haben von der Musik und das freut uns natürlich, dass wir da weitergekommen sind. Ich glaube, dass das coole Leute sind und darum sind wir weitergekommen. Ray Jam haben überzeugt, weil sie anders waren als alle anderen Bands und musikalisch ausgezeichnet und vor allem die Stimme des Sängers ist ein Traum. Das, was mir am meisten daran Spaß macht, ist einfach die Geschichte, dass
das Ding so viel mehr ist als nur ein Contest. Das ist eine Familie, das ist, man kommt hierher, man weiß, man trifft Freunde, man sieht immer wieder sehr interessante Bands, neue Bands, junge Bands, die motiviert sind und einfach ihre Chancen nützen möchten. Der schönste Moment ist eigentlich immer dann das Finale, wo dann wirklich die letzten 14, die sich da das ganze Jahr durchgekämpft haben, wirklich die Möglichkeit haben, nochmal alles zu geben und dann den Titel nach Hause zu holen. Man rennt ein ganzes Jahr und werkt und tut und einmal im Jahr wird man dann selber leise, ja, und stellt sich da hinten hin und schaut einmal in eine volle Halle hinein. Und das ist dann der Moment, wo man realisiert, warum man das macht und warum die unzähligen Stunden Arbeit da schon einen Sinn gemacht haben.